Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich komme jetzt gerade fast frisch von meinem ersten Meisterschaftsspiel. Wir haben heute Sonntag, ich hatte heute Morgen schon ein Tischtennisspiel und wir haben gewonnen. Jawohl, 8-5 haben wir gewonnen. Ich habe das Doppel mit meinem Papa gewonnen, ein Einzel habe ich verloren, eins habe ich gewonnen. Ja, war eigentlich ein guter Start. Dann bin ich gerade nach Hause gekommen. Wir haben heute 30 Grad. Heute ist nochmal richtig tolles Wetter und ich habe so geschwitzt. Ich habe mich eben ganz schnell unter die Dusche gestellt. Haare musste ich jetzt nicht waschen, die habe ich so gelassen. Mich kurz abgebraust und wirklich nur das Nötigste im Gesicht bei dem warmen Wetter. Nur abgepudert, ein bisschen Rouge, Mascara, fertig. Auf den Lippen habe ich gar nichts, oder? Nee. Denn ich wollte euch jetzt schnell mein Aufgebraucht-Video abdrehen. Vielleicht schaffe ich es auch noch, das für heute Abend, für die ersten, ja, wird wahrscheinlich, wenn, dann erst später am Abend, vielleicht erst um 9, 10 Uhr, dass die ersten das schon sehen können. Ja, der Monat August ist fast rum. Wir haben, glaube ich, heute den 30. August. Wahnsinn, wir haben bald September. Ich kann es kaum glauben. Ich habe jetzt hier eine pickepackevolle Tüte. Ups, da fällt schon was raus. Ich greife jetzt immer hier rein und ja, habe mein erstes Produkt. Ich habe auch ja, relativ fleißig, glaube ich, aufgebraucht. Einmal von Sakrotan zeige ich euch des Öfteren dieser No-Touch, dieser Seifenspender, wo man die Hand nur drunter hält. Da habe ich eine Packung wieder leer gemacht. Die war angenehm. Hatte einen Pink Grapefruit, genau, einen sehr frischen Duft. Hat die Hände gut gereinigt. Hat das gemacht, was es soll. Soll angeblich dann auch noch 99,9% der Bakterien entfernen. Ja, ich bin nicht krank geworden in den letzten Wochen. Vielleicht hat es was gebracht. Ja, also ich kaufe die immer wieder nach. Manchmal gibt es die auch im Angebot bei Rossmann oder, ne? Dann greife ich meistens zu, weil alleine so ein Teil kostet, glaube ich, leider. Moment, hatte ich keine Mülltüte? Ne. Ja, leider sehr teuer. Ich glaube, knapp über 3 Euro. Aber ich kaufe es mir immer wieder nach, weil ich das ganz praktisch finde, wenn man nur die Hand unten drunter halten muss. Dann noch eine Seife habe ich geleert. Und zwar von der Jubiläumsausgabe von Balea, 20 Jahre Balea milde Seife, pure Leidenschaft. Da habe ich mir noch ein Backup gesichert, das gibt es leider jetzt nicht mehr. Und pure Leidenschaft. Der Duft von Rhabarber und Erdbeerblüten. Und ich liebe Erdbeerduft sowieso, aber ich stehe auch total auf Rhabarber. Ja, und ich finde, hier überwiegt ganz klar der Rhabarberduft. Und ich bin echt froh, dass ich noch ein Backup habe. Hat auch die Hände gut gereinigt. Ich mag die Balea Handseifen sehr, sehr gerne. Dann einmal Kosmetiktücher. Die Box fand ich damals, ich weiß nicht, habe ich vor 2-3 Monaten gekauft. Vom DM, sanft und sicher. Diese bunte Box hier mit den bunten Tieren. Ja, so Safari-mäßig. Ja, das sind die Classic-Tücher. Die sind sogar vierlagig. Das begrüße ich sehr, weil die reißen nicht so schnell und die kaufe ich mir immer wieder nach. Ja, mal, es kommt immer drauf an, aber wenn mir das Motiv so wie hier gefällt, dann nehme ich mir das immer mit. Dann geleert, neulich in einem Abschminktalk am Nachmittag war das, glaube ich. Ja, ich glaube, das war sogar mein letztes Video hiervor. Da habe ich nämlich mal eher Zuschauerpost von einer lieben Zuschauerin, die war in Japan, die hat mir diese Gesichtsmaske geschenkt. Das ist alles hier japanisch, ne? Und das war so eine Tuchmaske, die heißt Black Pearl Mask. Und die war sehr, sehr erfrischend, sehr angenehm. Ich hatte danach wirklich babyweiche Haut. Also irgendwie war die total klasse, aber ich glaube, die gibt es hier in Deutschland nicht zu kaufen. Muss ich mal schauen, aber die war wirklich gut. Die hatte einen ganz angenehmen Duft und war sehr erfrischend. Hat mir gefallen. Dann was zum Baden, genau. Ich bade ja sehr gerne und ja, das war von Kneipp, fühl dich ruhig. Zwei Anwendungen quasi, also zwei Tüten. Hier war einmal so pinkes Zeug drin. Das pinke war Malve, auf die Nacht einstimmen. Und das dunklere, so lilafarbene war die Passionsblume. Der Duft war phänomenal, der hat sich auch lange gehalten in der Wanne. Ich habe ungefähr 20 Minuten da drin gebadet. Diese Kristalle haben sich sehr schnell aufgelöst und ich habe Folgendes gemacht, ich habe beides gemischt. Also, und das ergab dann
Richtig, was klebt denn hier so? Das ergab dann ein ganz, ganz tolles dunkles Lila. Und wie viele von euch wissen, mag ich Lila sehr. Wenn ich das nochmal sehen würde, fühl dich ruhig. Ich habe das auch abends gemacht, so zum Runterkommen. War wirklich sehr schön. Hat aber kaum geschäumt. Nee, Schaum leider nicht. Aber der Duft, es hat gepflegt. Ich würde es wieder kaufen. Habe ich aber noch nicht wieder entdeckt. Nee. Dann habe ich hier noch ein Bad von Isana. Zeit zum Glücklichsein. Leider limitiert, könnte es aber noch geben. Das hatte ich schon mal, ich hatte das zwei, dreimal und das ist mit Barbasso-Öl. Riecht ein bisschen blumig und pflegend und verwöhnt. Von Isana dieses Bad, das fand ich auch klasse. Das war auch so leicht lila Farben, die Perlen, ich glaube das waren so Perlen, die haben sich relativ schnell aufgelöst, das Wasser schön verfärbt. Der Duft war vielleicht hier bei dem Isana-Bad nicht ganz so intensiv wie bei dem von Kneipp. Ja, aber ansonsten würde ich mir auch nachkaufen. Habe ich, glaube ich, sogar noch einmal. Dann habe ich noch eine Handseife. Ja, ich hatte mehrere offen, gerade hier in der Küche. Da hatte ich, glaube ich, drei Stück auf. Also Sacrotan, dann hier Balea und dann diesen hier von Palmolive Magic Softness. Dieses hier. Da gibt es noch andere Sorten von. Das ist, glaube ich, noch eine ziemlich neue Sorte. Mit Duft von, was war es denn? Limone, glaube ich. Genau, auf jeden Fall sehr zitrisch, sehr erfrischend. Das ist ein richtig schöner, fluffiger Schaum, der hier rauskam. Ich weiß nicht, ob noch was kommt. Und die Flüssigkeit hier unten ist noch ein bisschen drin. Die war leicht grün. Nee, ich habe es zugemacht. Würde ich mir auch nachkaufen, kaufe ich mir immer, also bei Rossmann habe ich mir das gekauft. Ich weiß nicht, ob es die im DM gibt. Bin gerade nicht sicher. Aber ich kaufe mir diese hier von Palmolive immer bei Rossmann. So, dann Reinigungstücher. Diese hier, die hatte ich schon ziemlich lange. Von Balea Young. Soft and Care war auch limitiert. Mit Green Coconut. Ich glaube, die gab es Anfang des Jahres oder letztes Jahr irgendwann. Diese hier mit Kokosduft. Ja, der Duft. Man riecht diesen grüner Tee oder was das ist. Also so dolle haben die jetzt nicht nach Kokos geduftet, die waren aber für meine Verhältnisse gut durchfeuchtet, bis auf den letzten Lappen, ich glaube 25 Stück. Von Balea die Tücher finde ich generell eigentlich nicht schlecht. Nee, also ich mag die. Und auch immer wenn es limitierte Sachen gibt, greife ich da auch sehr oft zu. Waren sehr angenehm auf der Haut, für normale Haut stand jetzt hier drauf. Und damit habe ich sehr schnell und gut das Make-up aus dem Gesicht bekommen. Gibt es leider natürlich jetzt nicht mehr. Dann auch von Balea, 20 Jahre, diese Jubiläumsausgabe. Da gab es auch dieses Rasiergel, fruchtige Sommerliebe mit Himbeer- und Zitronengras. Das war auch, also ich liebe Balea Rasiergele. Also ich weiß auch nicht, ich finde die einfach klasse. Egal, ich habe jetzt im Moment einen anderen Duft. Aber dieses hier hatte ich mir dann auch nochmal ein Backup von gesichert. Ach, so schön frisch nach, ja, zitrisch, aber auch diese Himbeere hat man gut rausgerochen. Und ja, ich habe keine Probleme damit, vertrage diese Balea Rasiergele sehr, sehr gut. Sie sind auch sehr ergiebig. Ja, manchmal nehme ich ein bisschen zu viel, glaube ich, aber ich mag das, wenn es so richtig schön cremig ist. Dieses Gel, das wird ja dann richtig schön cremig auf der Haut und dann flutscht der Rasierer fast wie von alleine über die Haut. Ja, wie gesagt, ein Backup habe ich da noch von. Was haben wir hier? Ah ja, das habe ich mal geschenkt bekommen, ich glaube von meiner Tante. Wellness and Beauty, Dusch- und Badecreme war hier drin. Gibt es bei Rossmann, genau, das war hier so eine mittelgroße Flasche. Das war jetzt mit Vanilleextrakt und Sesamöl. Das habe ich mir des Öfteren auch schon mal, also ich habe damit geduscht, zwei, dreimal, aber ich habe es mehr als Badezusatz verwendet. Ja, 250 Milliliter sind jetzt nicht so viel. Es war halt so eine vanillemäßige, so eine Champagnerfarbe. Sehr, sehr angenehmer Vanilleduft. Überhaupt nicht künstlich, also total angenehm. Ich weiß nicht, ob es diese Reihe jetzt noch gibt. Wellness and Beauty müsst ihr mal bei Rossmann schauen. Aber ich fand es auch sehr pflegend, doch. Dann, was haben wir noch? Dann habe ich von My Face Cosmetic. Das hatte ich, glaube ich, mal in der Zuschauerpost auch aus Österreich. Ich meine, diese Firma gibt es nur in Österreich, ne? Das war so eine kleine Reisegröße, würde ich sagen. Ich glaube, hier waren 10 Tücher drin. Reinigungstücher mit Mandelöl, Vitamin E, ohne Alkohol für trockene und sensible Haut. Die waren genauso gut wie die von Balea, würde ich sagen. Vielleicht nicht ganz so feucht.
Aber es ging. Also ich kam damit noch ganz gut zurecht. Und wie gesagt, das war jetzt so eine kleine Größe. Die Lappen waren groß genug, fand ich. Sie waren angenehm feucht. Hier war auch sogar Avocado-Butter drin. Perfekt für unterwegs. Ja, wegen der kleinen Größe. Kann ich jetzt hier nicht nachkaufen. Aber ich würde sagen, das ist so die Qualität ungefähr wie Balea. Ja, fand ich sehr gut. Dann ganz unspektakulär von Ebelin, die 40 Maxi Wattepads in der kleinen Größe. Ja, in so einem langen Schlauch gibt es die selten, ne? Die gibt es leider oft immer nur halt ja, als 40er Maxi Pads. Die benutze ich ja am meisten für mein Augen-Make-up. Ne, da kommt dann mein Augen-Make-up-Entferner auf das Wattepad und das klappt prima. Die fusseln bei mir nicht, die halten gut. Kann ich nur empfehlen und kaufe die auch immer wieder nach. Genau, dann hatte ich hier noch Sakura Ulala. Das kommt auch aus Japan, auch von der Zuschauerin, wo ich die Maske von hatte. Und sie hat mir hier was auf Deutsch drauf geschrieben. So sah das Ganze aus. Da war eine ziemlich große, flache, pinke Badetablette war da drin. Richtig schön pink. Hier hat sie mir drauf geschrieben, nicht wundern, japanische Badezusätze schäumen oft nicht. Das hat es auch nicht getan, es hat nicht geschäumt. Ah, aber der Duft, so süßlich, blumig, frisch. Richtig toller Duft, der war auch ziemlich lange in der Badewanne. Ich glaube, ich habe eine Viertelstunde drin gebadet. Die Tablette hat sich ziemlich langsam aufgelöst, das fand ich schön. Und das Wasser war richtig schön pink, also doch, hat mir gefallen. Ja, wie gesagt, kommt aus Japan. Fand ich prima. Dann habe ich eine Nagelfeile entsorgt. Diese hier. Ich glaube, die gibt es noch. Von Ebelin. Die wollte ich mal ausprobieren, weil die so toll aussieht vom Design mit dem Blümchen. Ne, von beiden Seiten gleich. Aber, ja, die sieht schön aus, aber das war es dann auch schon. Also ich kriege überhaupt nicht die Nägel richtig gekürzt. Die Oberfläche ist ganz komisch. Die ist nicht so ribbelig. Die ist wie, als wenn da noch eine Schutzschicht drüber wäre. Und ich kriege damit meine Nägel nicht gefeilt. Also ich habe es jetzt ein paar Mal versucht, aber die ist bei mir durchgefallen, die entsorge ich jetzt. Kriege ich nicht gebacken damit. Und dann haben wir noch einen tollen Badezusatz, den habe ich jetzt, wo es so heiß war, mal abends nach dem Sport, nach dem Joggen drin gebadet, weil es halt sehr erfrischend war. Vom Balea Bademomente Gefühlsbad mit Orangenduft. Fand ich nicht schlecht. Nur der Duft hat irgendwie in der Badewanne schnell nachgelassen. Am Anfang, also hier aus der Tüte, rieche ich 1A nach Orange. Das Wasser war so orangefarben, hat jetzt auch nicht dolle geschäumt, nee. Würde ich mir jetzt aber nicht nachkaufen, weil irgendwie fand ich es auch nicht so fliegend. Ich weiß nicht. Und der Duft hat sich nicht so lange gehalten. Ja, aber ansonsten ist okay. Ich habe da auch noch ein paar andere Sorten von. Ich werde es vielleicht jetzt auch mal so machen, dass ich vielleicht mal einfach mehr mische, weil ich so viele Badezusätze habe. Versteht ihr? Dass ich vielleicht mal einfach sage, komm her, jetzt nehme ich Balea Orangenblüte und mische das mit dem hier. Kann man ja mal machen, warum nicht? Wenn man ein Bad hat, was nicht so dolle duftet oder nicht so schäumt, kann man ja mal ein bisschen experimentieren und das habe ich demnächst mal vor. Gut, dann habe ich hier was, oh, das war lecker. Das hatte ich auch mal von einer Zuschauerin geschenkt bekommen. Starbucks, hier. Kennt bestimmt jeder von euch. Wenn ich in Dortmund schon mal in der Tiergalerie bin, dann muss ich immer nach ganz unten, da ist ja Starbucks. Ich liebe diesen Kaffee. Und das waren jetzt abgepackt 12 so kleine Tütchen in so einem Sachet. So Instant-Kaffee-mäßig. Und das hat nicht lange gehalten. Ich habe das, glaube ich, alleine getrunken. Ich glaube, mein Mann hat keins abbekommen. Nee, das habe ich mir immer einmal am Tag gegönnt. Ja, und nach knapp 2 Wochen war es dann aufgebraucht. Ich weiß nicht, wo man das bekommen kann. Vielleicht kann man das auch so bei Starbucks selber kaufen im Geschäft. Oder ich muss mal bei Amazon gucken. War ein richtig kräftiger, vollmundiger, richtig schöner Kaffeegeschmack. Für einen Instant-Kaffee Bombe. Ja, und ihr wisst ja, ich bin ja eh eine Kaffeetante. Dann habe ich eine Zahnpasta geleert von Elmex. Die habe ich auch schon nachgekauft. Das ist die Sensitiv Professional Sanftes Zahnweiß. Diese hier. Die ist nicht ganz so günstig. Ich glaube, die kostet zwischen 3 und 4 Euro oder sogar über 4 Euro. Die ist halt bei schmerzempfindlichen Zähnen. Soll halt sanft die Zähne aufhellen. Ich habe da jetzt keinen großen, dass meine Zähne davon weißer geworden wären, kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich habe aber auch noch andere Zahnpasten. Ich probiere mich auch da gerne immer mal wieder aus.
Aber auf Elmex hier komme ich immer wieder zurück irgendwie. Die finde ich, die ist auch nicht so scharf. Das ist eine ganz weiße Zahnpasta und ich mag es nicht, wenn Zahnpasten so scharf, also ja, wenn das anfängt zu brennen im Mund. Manche mögen das ja, ich nicht. Und wie gesagt, eine sanfte Zahnpasta, die gründlich reinigt. Und ich habe ab und zu das Problem, dass ich, wenn zum Beispiel beim Eisessen oder so, bei heißen Sachen, dass es mir zieht. Und immer wenn ich die verwende, meine ich wirklich, dass das besser wird. Hier ist halt dieses Proargin. Also ich glaube, das ist diese Formel hier, die halt dafür zuständig ist, dass eure Zähne irgendwie geschützt werden vor diesen kalt-heiß. Kann ich empfehlen, habe ich nachgekauft. Im DM, ja. Dann habe ich auch ein tolles Produkt geleert, also ich finde es toll, und zwar das Anti-Mitesser-Gesichtswasser von Neutrogena. Da bin ich Fan von, ist glaube ich meine dritte Flasche jetzt schon. Weiß gar nicht, ob ich die, ich muss mir die glaube ich noch nachkaufen. Die nehme ich immer sehr, sehr gerne, da ist viel Alkohol drin, aber es kämpft auch gegen eure Hautunreinheiten. Und immer wenn ich merke, dass ich mal wieder vor gewissen Tagen oder ne, so kleine Pickel oder Mitesser im Gesicht erwische, dann verwende ich das regelmäßig. Und dann muss ich sagen, nach 2-3 Tagen ist meine Haut wieder wesentlich besser. Meistens mache ich das abends hiermit, mit diesen Anti-Mitessern, Gesichtswassern. Ich habe noch andere Gesichtswasser, die nehme ich lieber morgens, so mit Rosenduft oder so. Aber das hier, man darf nicht zu nah mit dem Wattepad in den Augenbereich, ne? Weil hier ist halt schon Alkohol drin und ja. Aber ich finde es klasse, würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Das Anti-Mitesser-Gesichtswasser von Neutrogena kaufe ich mir auch schon mal bei Rossmann, da ist es schon mal im Angebot. Ja. Dann habe ich noch, ja, noch ein Bad leer gemacht von Kneipp, das Aroma-Pflegeschaumbad Muskelaktiv. Das müsste ich mir eigentlich nachkaufen mit Wacholder. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das habe ich mir gemacht. Ich hatte einmal, ihr wisst vielleicht, ich singe ja im Frauenchor und wir hatten ja vorletztes Wochenende Trödelmarkt. Und irgendwie hatte ich plötzlich meinen Nacken auseinander. Hier im oberen Rückenbereich ist eine Schwäche. Also ich bin schon oft eingerenkt worden. Und dann dachte ich, dann spürte ich wieder solche Rückenschmerzen. Und dann habe ich abends dieses Bad genommen und wirklich 20 Minuten drin gebadet. Die Öle, also man spürt richtig, dass dieses Kneippbad sehr pflegend ist. Aber auch, es riecht halt so kräuterig durch die Wacholder. Geschäumt hat es ein bisschen, minimal, aber sehr, sehr pflegend. Und irgendwie, wirklich, ich hatte danach ein sehr entspanntes Gefühl. Ich hatte zwar nicht, also die Schmerzen waren jetzt nicht weg nach diesem Bad, aber ich habe mich irgendwie lockerer gefühlt, sagen wir mal so, nicht mehr so verspannt. Also das ist eine Empfehlung von mir. Hatte ich mal geschenkt bekommen. Ja, war ja nur eine einmalige Anwendung. Ich weiß jetzt nicht, muss ich mal nach Ausschau halten. Dann, was habe ich hier? Ach ja, das war Naturkosmetik Santa Verde. Ich glaube, das hatte ich mal in irgendeiner Box früher. Das war so eine Ampulle. Hier, diese Naturkosmetik-Firma. Und das war, hier drin war so eine Ampulle drin. So eine Glasflasche, die musste man oben aufbrechen. Und da war dann dieser Aloe Vera Blütennektar drin. Es war so eine gelbliche Flüssigkeit, die, ich bin nicht so empfindlich, ich mag ja Naturkosmetikdüfte, aber das hat komisch geduftet, also das hat irgendwie ein bisschen gestunken. Aber ich habe es mir dann komplett die Ampulle in den Händen verrieben, nach der Gesichtsreinigung abends aufs Gesicht aufgetragen, zog auch relativ schnell ein. Von einer Anwendung kann ich jetzt nicht viel sagen. Aber ich habe es ausprobiert, es war nicht schlecht. Zumindest hat es meiner Haut nicht geschadet, nur der Geruch war nicht so lecker. Ja. Dann habe ich noch einen Badezusatz geleert. Und zwar von Dresdner Essenz Natürlich Gesund, das Entspannungsbad Lavendelmelisse. Und ich glaube, das hat sogar relativ gut geschäumt. Oh, und ich liebe Lavendelduft. Aber Melisse sticht mehr hervor. Das habe ich auch mal abends gemacht zur Entspannung und das finde ich klasse. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt von Dresdner Essenz, so in dieser Aufmachung. Vielleicht gibt es das auch nur bei Müller oder so, muss ich mal schauen. Mit 100% natürlichen ätherischen Ölen. Also der Duft war die ganze Zeit, 20, 25 Minuten habe ich, glaube ich, drin gebadet. Der Duft war phänomenal. Die ganze Zeit hatte ich den in der Nase. Es war sehr pflegend. Es hat mich sehr entspannt und ich mag diese Dresdner Essenzbäder ja sowieso. Dann war ja mal vor, wann war das? Vor 2 Wochen meine Maus hier bei mir, die Nadine. Da haben wir uns ja zusammen abgeschminkt und eine Maske gemacht. Und dann
Dieses Video gibt es übrigens bei Nadine auf dem Kanal. Da Nadine kam zu mir zu Besuch, hat bei mir geschlafen und hat mir dann von Onyx Derma Labs diese Maske mitgebracht. Da habe ich jetzt noch eine von. Das waren zwei Anwendungen. Und ich glaube, sie hat das gekauft. Wie heißt das Geschäft bei ihr? Action, glaube ich. Action. Sagt mir nichts, habe ich hier nicht in meiner Nähe. Das war die Aromatherapie-Maske und ich fand die sehr, sehr entspannend. Sie war zwar sehr flüssig, ich musste aufpassen, das war ja so wie so eine Creme, aber diese Jasmin-Lavendel-Duft, oh, der hat mich echt fast zum Einschlafen gebracht. Also ich freue mich schon auf die zweite Anwendung, ich fand die prima und muss vielleicht mal gucken, wo, oder mit, wenn ich mal Nadine besuche, müssen. Nadine, ich grüße dich mal ganz lieb, dann gehen wir mal nach Action rein, ja, dann hole ich mir die nochmal. Fand ich nämlich prima, die Haut war danach auch babyweich. So, dann habe ich, dann habe ich noch was gelehrt von Elmex. Sensitive Professional auch, aus der gleichen Reihe hier quasi. Genau, ne? Das ist die Mundspülung, Zahnspülung ohne Alkohol. Effektive anhaltende Linderung zur täglichen Anwendung. Proargin wieder, Zahnspülungstechnologie mit Aminfluorid. Effektive Linderung für schmerzempfindliche Zähne. Sofort spürbares Gefühl der Schutzschicht. Und ich war echt begeistert. Ich zeige es euch mal aus der Nähe. Diese Flasche war nicht günstig. Ich glaube, sie hat gekostet im DM über 6 Euro. 5 oder 6 Euro. Aber ich fand es echt toll. Ich bin jetzt keiner, der oft eine Zahnspülung oder eine Mundspülung nimmt, weil ich auch mal gehört habe, wenn man damit, wenn man das übertreibt, tötet man ja auch die Bakterien ab. Man tötet quasi die Bakterien zu viel ab, irgendwie so. Und das ist auch nicht gut für die Mundflora. Also ich mache es immer wieder mal, vielleicht so dreimal in der Woche. Aber dann auch meistens nur abends. Ja, also ich mache es nicht, also nicht regelmäßig, aber manchmal. Ja, aber das kann ich euch empfehlen, wer schmerzempfindliche Zähne hat. Es war auch nicht scharf im Mund, ist ohne Alkohol. War sehr angenehmer Duft nach Minze, aber ich mag das nicht. Ich habe von Listerine eine. Boah, das ätzt mir alles weg. Also ich glaube, die muss ich mal meine Schwester fragen, weil es ist mir zu scharf. Ich mag das nicht, wenn das so brennt. Und aber die fand ich sehr mild. Ist zwar nicht gerade günstig, die Sensitive Professional Reihe, aber ja, vielleicht, wenn ihr auch mit schmerzempfindlichen Zähnen zu kämpfen habt, probiert es mal aus. Also ich fand es, ich habe es mir noch nicht nachgekauft, weil ich habe jetzt noch eine andere Mundspülung, aber ich werde sie mir nachkaufen. Empfehlung. Dann habe ich was, das habe ich ziemlich am Anfang des Monats Augustes gelehrt von Isana, limitiert leider auch, Herzenswunsch Schaumdusche. Ja, die sieht erstmal knallermäßig aus, da habt ihr hier oben den Pumpkopf und das fand ich ein bisschen schade. Ich musste so, ich glaube der war kaputt, ich musste richtig feste mit beiden Fingern so drücken, dass da mal was rauskam. Ich habe dann 3-4 Mal damit geduscht, habe fast einen Anfall unter der Dusche bekommen, weil ich hier, der Knopf ließ sich nicht runterdrücken hier. Der Duft war phänomenal, so richtig süß, nach Beeren, glaube ich. Moment, Lebensfreude, Spaß und Träume. Ich weiß jetzt nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Backup davon. Ich habe es dann hinterher so gemacht, unter der Dusche war ich es leid, ne, weil ich, das hat zu lange gedauert, bis ich da mal was rauskam. Also man muss das halt, da kam halt richtig schöner Schaum raus. Was habe ich gemacht? Ich habe dann 2-3 Mal damit gebadet. Ich habe mir dann richtig feste gedrückt und habe das in mein Badewasser einlaufen lassen. Und das ist auch gar nicht, wie soll ich sagen, das ist nicht, hat sich nicht aufgelöst. Das blieb wie so eine Schaumkrone auf der Wasseroberfläche. War richtig schön. Ja, ich habe da, glaube ich, noch ein Backup von und das werde ich genauso machen, wenn der Knopf hier, weil unter der Dusche, wenn du hier kaum was rauskriegst, dann bringt das auch nichts. Generell ein tolles Produkt, nur mein Sprühkopf hier oben war irgendwie anscheinend defekt. Dann, warum habe ich das hier drin? Ach, wollte ich euch vielleicht mal einfach nur zeigen, weil zwischendurch mache ich mir schon mal gerne einen Instant-Kaffee, weil es halt schnell geht. Und meine liebste Marke ist leider, glaube ich, auch mit fast die teuerste von Nescafé Gold. Eine große Pulle hier. Ja, hier steht auch die Nummer 1. Das, ich nehme meistens die milde Reihe, der sanfte. Ist halt nicht ganz so intensiv. Aber man kann es natürlich intensivieren, indem man mehr Pulver nimmt. Finde ich klasse. Ich habe zwar jetzt im Moment ein günstigeres von Rewe. Schmeckt auch gut, aber das schmeckt einfach am besten. Ja, also wer noch einen guten Instant-Kaffee sucht, kostet aber leider hier auch
200 Gramm sind drin, man kommt relativ weit mit, kostet glaube ich aber auch 6-7 Euro. Aber das ist so halt ein Nachkaufprodukt, deshalb wollte ich es euch gerne zeigen, weil ich das immer wieder mal leere. Dann haben wir hier noch eine ganz tolle Dusche. Da bin ich traurig, die habe ich von der lieben Ute geschenkt bekommen. Von dieser tollen Marke Bourjois, spricht man das so aus Frankreich. Diese tolle Marke und diese schöne Süße hier, schaut mal mit dem Kügelchen hier oben. Ja, oh, der Duft. Ich habe noch nie so was Intensives, also es riecht blumig, aber auch verführerisch. Also das ist so eine Komponente, wo ich sage, verführerisch, verspielt. Ja, hier steht drauf Lily Flower, Radiant Silky Skin, parabenfrei. Beautify Me. Ja, das kriege ich ja hier sowieso nicht, aber ich fand es toll. Das hat gut gereinigt, es hat super die Haut gepflegt. Hiernach habe ich mich wirklich so gut gepflegt gefühlt, selbst an meinen trockenen Beinen unten, dass ich mich danach nicht habe mehr eincremen müssen. Also wirklich, vielen lieben Dank, Ute. War ein ganz, ganz tolles Duscherlebnis. Dann habe ich noch, ja, ich habe mir viel die Nägel gefeilt. Diese zwei. Eine hatte ich damals noch, ich glaube, es war Pinkbox, wo ich damals noch die Pinkbox hatte. Die habe ich ja nicht mehr, ich habe ja nur die Glossybox. Oh nö! Moment. So, bin zurück. Ist die Kamera, irgendwie habe ich die Kamera nicht richtig drauf gedreht, glaube ich. Mach, mir ist warm. Ja, und eine habe ich mal noch geschenkt bekommen. Diese von Natascha Ochsenknecht, Catherine. Das ist eine Feile, die hat zwei, also eine Sandblattfeile jeweils. Die habe ich auch benutzt, aber ihr seht, da ist noch, aber ich bin damit auch nicht zufrieden. Irgendwie ein komisches Gefühl. Also von Evelyn diese eine dunkle, die, ich glaube, die habe ich euch mal gezeigt. Von Evelyn gibt es eine, da bin ich bomben mit zufrieden, aber diese hier hat auch nicht richtig gekürzt. Die hat auch nur ganz fein gemahlene Körnchen. Die kommen jetzt weg. Das, ich habe es probiert, aber weiß auch nicht. Bin ich nicht mit warm geworden. Dann habe ich noch eine Handseife geleert. Ja, die stand im Badezimmer. Isana Frühlingsseife war limitiert. Glaube ich jetzt nicht, dass es die noch gibt. Eine ordentliche Pulle mit 500 Milliliter. Hiernach hatte ich immer ein sehr trockenes Gefühl nach dem Händewaschen. Der Duft war okay. So ein bisschen nach Blümchenwiese. Aber irgendwie hatte ich immer nach der Isana Handseife hier, hier steht auch drauf mit Limettenextrakt, aber irgendwie waren dann meine Hände nicht so schön gepflegt. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich sofort eincremen danach. Ja, gibt es jetzt sowieso nicht mehr. Von daher, dann habe ich hier, oh, das war auch toll, von Kneipp, Badekristalle Träume der Provence. Ja, ihr seht schon, meine Lieblingsfarbe, pures Lavendel, also purer Lavendelduft. Oh, ich liebe Lavendel. Auch abends, also jetzt habe ich auch abends gemacht. Es gab ja jetzt mal auch ein paar Tage so eine Zeit, da war es ziemlich kühl bei uns und verregnet. Und da habe ich das gemacht abends und konnte danach schlafen wie ein Baby. Ja, wie schon gesagt, Kneipp, sehr pflegend, wenig Schaumbildung, löst sich super schnell auf. Und der Lavendelduft war wirklich, die 15, 20 Minuten, die ich drin gebadet habe, war der in meiner Nase. Und ja, das Wasser war halt schön lilafarben. Boah. 1A. So, was habe ich noch? Nicht mehr ganz so viel, aber ja, noch was zum Baden. Ihr seht, ich bin fleißig. Ja, und wenn es nur kurz ist, hiermit habe ich nämlich wirklich nur 15 Minuten. Das war morgens sogar. Ne? Statt duschen bin ich ganz schnell in die Wanne. Das ist, habe ich geschenkt bekommen. Kneipp Aroma Sprudelbad Vitalität. Eine grüne Sprudeltablette, die lange gesprudelt hat. 80 Gramm, war wirklich eine fette Tablette. Und auch hier hatte ich, also es riecht, das muss man mögen, das riecht sehr, sehr kräuterig nach Tannennadeln. Ja, und ja, Fichte. Steht ja auch hier, war Fichtenduft drin. Ätherische, natürliche Öle. Ja, ist jetzt vielleicht nicht mein allerliebster Duft in der Badewanne, aber so für morgens, weiß ich nicht, fand ich gut. Kann ich nicht meckern, ja. Dann habe ich noch, ach, noch was, genau, von Santa Verde. Da hatte ich euch ja gerade die Ampulle, also dieses Sachet gezeigt. Da habe ich nämlich mal auch, ich glaube, in irgendeiner Box gehabt, von Santa Verde die Gesichtspflege Aloe Vera Augencreme. Das ist eine ziemlich kleine Tube, ja, aber fand ich nicht schlecht. Der Duft war auch hier, hier steht zwar drauf, ohne Duft,
aber irgendwie hat es doch geduftet, so leicht kräuterig. War aber okay. Was ein bisschen komisch war, war die Konsistenz. Die war leicht wässrig. Ich weiß nicht. Die war, als hätte sich da irgendwas nicht miteinander verbunden. Die war cremig und auch wässrig. Aber es war okay. Also es hat meine Augenpartie gut getan, zog dennoch relativ schnell ein. Habe ich oft abends genommen, weil es halt sehr, ja, ich hatte das Gefühl, dass sie sehr, sehr reichhaltig ist. Aber ich habe mich gut gepflegt damit gefühlt. 10 Milliliter waren drin. Kaufe ich mir jetzt nicht nach. Weiß auch gar nicht, wo es Santa Verde zu kaufen gibt. Beim DM und Rossmann nicht, oder? Nee. Dann, ah ja, Moment. Zweimal Nagellack. Mein Mikrozell 2000 habe ich ja so gut wie leer gemacht. Ihr wisst ja, ich habe das als Kur damals gemacht. Ne, dieses Mikrozell 2000. Da ist jetzt halt noch so ein kleiner Mini-Rest drin, aber der ist irgendwie fest. Irgendwann werden die Sachen immer so zähflüssig und dann kriegst du einen Anfall, wenn du das auf den Nägel bringen willst noch. Aber ansonsten, ich liebe diese Nagelkur, hab's jetzt auch immer noch, also hab mir schon nachgekauft. Ist auch relativ ergiebig, sag ich mal. Ja. Und meine Nägel wachsen sehr gut, brechen nicht mehr, sind stabil und fest. Gut, jetzt nach dem Trödelmarkt sind mir hier, man sieht es, ne, die sind hier viel länger. Und die zwei hier, da war mir was eingerissen am Rand, die musste ich kürzen. Ne, aber ansonsten kann ich wirklich nicht meckern. Die sind mir eigentlich schon fast zu lang. Und wenn ich dann manchmal mir die Nägel kürzen möchte, dann denke ich mir, aber nicht so viel. Jetzt hast du sie einmal so lang, aber ich muss auch sagen, das ist das Höchste der Gefühle, weil, ja, man hat auch manchmal seine Schwierigkeiten, wenn die Nägel zu lang sind. Aber dank Mikrozell 2000, ich werde es auch erstmal weiter benutzen. Da ist Formaldehyd drin. Da weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwann schädlich werden kann, wenn man es über längere Zeit nimmt. Weiß ich jetzt nicht. Aber noch nehme ich es halt. Genauso wie diesen Sesh-Weed, wenn man es so ausspricht. Das ist mein zweites Fläschchen. Das erste habe ich von der lieben Betty Fab40Style mal geschenkt bekommen. Ich hoffe, man kann es lesen hier. Sechre Biete. So, und das habe ich mir nachgekauft bei Amazon. Kam aber aus Amerika, USA, meine ich. Habe ich so 2 Wochen drauf gewartet auf die Bestellung. Habe mir auch gleich 2 Flaschen bestellt. Ich glaube, 2 Flaschen haben gekostet 10, 12 Euro. Ging also noch. 14 Milliliter sind drin. Das ist halt eine Topcoat. Und der lässt den Farblack auch super schnell durchtrocknen. Ist ein super Schutz. Ne, heute habe ich ihn nicht benutzt. Und jetzt ist halt noch so ein bisschen hier drin. Aber auch hier ist es jetzt leider so, wenn ich das versuche noch aufzunehmen, das ist so zähflüssig, das kriege ich gar nicht richtig verteilt. Leider. Aber hier ist der Geruch sehr unangenehm. Also der ist, da ist auch noch irgendwas drin. Ich habe das mal bei hier diesem im Internet, wie heißt denn diese Seite, wo man, oder als App habe ich das auch, Codecheck, genau, da habe ich das mal eingegeben, da hatte das nicht so gut abgeschnitten, weil hier ist noch irgendein Stoff, außer Formaldehyd ist hier noch was drin, was nicht so gesund ist. Aber ich benutze es auch nicht immer als Topcoat, ich habe dann auch noch von Sally Hansen den Schnelltrocknungstopcoat und von der neuen Marke Trend It Up, die es ja jetzt neu im DM gibt, für noch nicht mal 3 Euro. Da gibt es auch einen Dry, also einen Schnelltrocknungsklarlack. Der ist genauso gut. Also ich habe jetzt hiervon noch 2 Flaschen, glaube ich. Und dann werde ich es mir auch erstmal nicht nachkaufen, weil ich weiß jetzt nicht, ich finde den super, aber wie gesagt, ich weiß jetzt halt nicht, inwiefern das doch vielleicht mal auf die Dauer gesundheitsschädlich werden könnte, weil halt die Inhaltsstoffe nicht ganz so gut waren. Leider. So. Dann haben wir es gleich geschafft, ihr Lieben. Moment. 3 Sachen noch. Gesichtsreinigungstücher habe ich hier nochmal geleert von Olas. Die Total Effects feuchten Reinigungstücher 7-in-1 Anti-Aging. Die hatte ich mal noch von Natalie geschenkt bekommen. Ich glaube, sie hat die mal gekauft bei Woolworths. Und Woolworths haben wir hier auch leider nicht in der Nähe. Ich habe die auch noch nie wieder gesehen. Aber die waren gut. Ja, der Duft ist so vielleicht nicht für jedermanns Nase was. Riecht so ein bisschen muffig, sag ich mal. Aber ich finde die Tücher super. Die waren super groß, super fliegend. Auch ohne Alkohol, genau, alkoholfrei. Kann ich nicht meckern. Wenn ich sie irgendwo sehen würde, würde ich sie mir bestimmt nachkaufen. Weil irgendwie waren die sehr, ja, ich hatte danach ein sehr fliegendes Gefühl.
Obwohl ich ja nach den Reinigungstüchern immer noch mit Reinigungsseife nachwasche. So, das letzte zum Baden. Das war dieses tolle Bad. Also das eine vom Balea habe ich euch ja eben gezeigt. Das fand ich vom Duft her nicht so intensiv. Aber dies hier, das ist diese Luxury- oder Luxury-Reihe Verwöhnmomente Golden Glamour. Da gibt es ja auch noch so eine rote Variante von. Und ich habe jetzt diese hier leer gemacht. Sehr intensiver Duft nach Patchouli, glaube ich. Ja, Patchouli und Vanille. Oh, liebe ich. Ist sehr orientalisch, finde ich, verführerisch. Habe ich auch abends drin gebadet. Der Duft ist die ganze Zeit, hatte ich die ganze Zeit in meiner Nase. Und ich glaube, das Badewasser war gelb. Gelb-orange, ja. Hat sich auch super schnell im einlaufenden Badewasser, ich streue das halt immer ins einlaufende Badewasser, hat sich relativ schnell aufgelöst. Geschäumt hat es, glaube ich, nicht. Würde ich mir nachkaufen. Aber ich muss erstmal meine Badesätze leer machen. Deshalb, ich kriege schon mal welche geschenkt, okay. Habe auch noch eine große Sammlung und deshalb, also das kann ich euch aber empfehlen, wer auf so orientalische Vanilledüfte steht. So, und als letztes, ja, als letztes habe ich dann noch für euch Zahnseide. Ich habe sehr eng zusammenstehende Zähne und muss, ja, mache das eigentlich nach jedem Essen, wenn ich die Zeit dazu habe. Perludent, ich glaube, so, jetzt weiß ich nicht, wo es das gibt. Ich glaube bei Rossmann, ja? Da ist das Zeichen nicht mehr drauf. Habe ich mir, meine ich, aber schon nachgekauft. Und ich meine, Perludent gibt es bei Rossmann, ne? Ich glaube, Dontodent ist von, ich glaube, ich habe nämlich im Moment eine weiße Zahnseide, also so eine weiße Verpackung. Ich glaube, Dontodent ist DM. Die fand ich spitze. Da war sogar 20% gratis. Die kosten nicht viel. Ich nehme immer gewachste Zahnseide. Die flutscht bei mir besser durch meine eng zusammenstehenden Zähne. Ja, und gerochen haben die jetzt nicht. Aber ich glaube, die hatten so Minzgeschmack. Ja, Perludent Med Zahnseide, große Empfehlung, fand ich klasse. Jo, bin ich auch weit mitgekommen. So, und das war's jetzt, ihr Lieben. Das war mein Müll für den Monat August, beziehungsweise, ja doch, ja, der August ist ja rum, jetzt kommt der September. Vielleicht war was Interessantes für euch dabei, vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Ich freue mich immer auf euer Feedback, auf eure Kommentare und ich brauche jetzt erstmal einen halben Liter Wasser. Ich habe voll Durst, schwitze so vor mich hin, werde jetzt erstmal hier aufräumen und ja, ich werde jetzt wieder für den Monat September fleißig sammeln. Und ja, Kosmetisches ist jetzt nicht so leer geworden, ne? Außer jetzt hier so Nägel. Aber das ist auch mal nicht so einfach. Ja, okay. Das mal dazu, ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und würde mal sagen, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.